Und was inzwischen auch ganz gut funktioniert, ist, wir haben die Flasche an der Stelle eigentlich genau. fast unter. Da wusste ich gar nicht. Das ist die Printteile. Da können wir uns die Situation ein bisschen besser vorstellen. Und Paldao, diese Holzart, ist halt die Besonderheit. Das sieht man ja auch hier, die Offenporigkeit in der Oberfläche. Rein und haben dann einfach auch eine perfekte Abstimmung zwischen. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Sicherheit. Wir machen jetzt ein bisschen zu kurz. Das kann man ungefähr. Das ist Räder, das ne? Hast du das jetzt hier schon mal angezählt? Ja, wenn wir das so einbetten. Dann haben wir dann irgendwie ein sauberes Bild ergeben. Und das passt jetzt hier schon so für dich? Also so könnte ich es mir auch gut vorstellen. Also wichtig sind wir. Ja, das ist auch super. Man sieht es ja auch, dass der Fingerwechsel hier und Handwechsel hier auch das. Ja. Ja, und jetzt umgesetzt, wenn du dir auch die Zahlen, die alten mal anguckst. Vielleicht auch noch eine Zahl repräsentativ. Das. Ja, da kommen wir immer wieder durch. Da kommst du mit der Dimensionalität, die du letztendlich auch immer mehr im Exterior hast. Entspannt. So gut wird die Idee auch für die Zukunft. Das Modell gut vorwärts gibt. Thank you.
denn gucken? Nö. Schauen wir nochmal drauf. Nö. Flügel, den könnte man dann auch noch. Ja. Pass mal auf, ich mach mal. Ja, da wird auch gesagt, wir können nicht alle immer einen geben, wir müssen das erklären, und das muss der einfach. Ist einfach viel voller da drüben, als er hier ist. Nicht da ist, dann sieht es sehr eingefallen aus. Ja, das stimmt. Wenn du jetzt einfach das mal ein bisschen genau von flach nach oben wegholst, dann sieht man, wie versetzt. Die Stelle müssen wir entschärfen. Die Hallerts hier rüber, über den Kotflügelbereich laufen sehr. Bis zum Radienanlauf halt parallel laufen und dann müssen wir halt einfach den Fugo optisch aufmachen, Fahrzeug außen. Weil wir jetzt die natürlich die Strukturierung drin haben. An der kompletten Naht. Das ist dieser innere Bereich und der äußere Bereich, da wird das halt das Thema DAX lernen. Da sind wir radienmäßig an der Grenze hier über dem. Leichte Radien drauf. Und hier sind es halt richtig groß. Sagen, ist in Ordnung. Thank you.
Zeitschnitt jetzt durch das Modell durch. Ich kann alles wechseln. Okay. Wo genau möchtest du denn hinschauen? Ja, ich jetzt nichts gesehen. Fahre mich zum Brandenburger Tor. Mir ist warm. Die Überlegenheit des High-End-Surround-Sound-Systems resultiert aus zahllosen Details. Und einem Ziel, den perfekten Klang. Thank you.
Dankeschön. Wenn wir jetzt so einen hohen Booking fahren, dann war das dann gut, wir haben jetzt das Lager in den Vorstufen. Okay. Ja, wir überschwenken.